Okay, so. Siehst du es nicht mehr? Ja, stimmt. Also. Die Kragenweite. Die Kragenweite am Hals. Das ist für die Männer wichtig. Hier am unteren Teil des Halses sind bei der Nici 34 cm. Ist aber eher für die Männer wichtig. So, dann die Armlänge. Da muss man von der Schulter aus messen. Dann sollte man die Kurve im Arm beachten. Und dann bis zum Handgelenk runter sind bei der Nici 37 cm. So, dann der Taillenumfang. Das ist der Bereich, der Umfang direkt unter den Rippen. So, das sind bei der Nici 69 cm. Variiert von Video dann zu Video. Kommt der Gesäßumfang. Einmal um das Gesäß drumherum. Das sind bei der Nici 98 cm. Dann kommt die Beinlänge. Geht von der Taille ab, von der Taille runter bis zum Boden. Ja, halte das hoch. So, bis zum Boden runter. Und du musst den Kopf wegmachen. Und das sind, ja, gleich. Das sind an der Nici 37 cm bis zum Boden. So. Das waren alle wichtigen Maße, die man so braucht. Bist du sicher, dass das 37 cm sind? 73. Scheiße. Das ist so. Okay, nochmal. Das war jetzt auch noch auf der anderen Seite. Das okay, dann kann ich das auch direkt festhalten. Ja. Nee, ich halte es unten fest und ziehe es dann hoch. So. 6,17. Die Beinlänge, die äußere Beinlänge, geht vom Fußboden. Ne, geh mal weiter zurück. Sonst kommt es ja vom Fußboden. Ja. Die äußere Beinlänge sind vom Fußboden hoch bis zur Taille unter den Rippen. Und das sind Kopfmuskeln. Bei der Nici. Nochmal. Okay. Die Beinlänge, die äußere Beinlänge, da muss man vom Fußboden aus messen, außen am Bein entlang, bis hoch zur Taille und das sind bei der Nici 68 cm. So, das war die Vermessung. Ganz einfach. Viel Spaß dabei.